Schön, dass du hier bist zur heutigen Meditation. Mein Name ist Annika Henkelmann und mit dieser Praxisübung darfst du dir selber erlauben, Arbeits- oder Prüfungsstress loszulassen und zurück in deine Kraft zu kommen. Setze dich bequem und aufrecht hin. Richte dich gut ein und dann schließe deine Augen. Lege deine Hände locker in deinen Schoß, auf deine Oberschenkel oder neben deinen Körper, so wie es für dich am angenehmsten ist. Deine Schultern sind entspannt, dein Kiefer ist ganz locker, sodass sich deine Zähne nicht berühren. Nimm dir einen Moment Zeit, um im jetzigen Moment anzukommen. Dass deine Gedanken zunächst noch in dir kreisen und weiterhin deine Aufmerksamkeit möchten, ist völlig normal. Gib dir Zeit und setze dich nicht unter Druck. Konzentriere dich einfach nur auf meine Stimme und akzeptiere alles genauso, wie es jetzt gerade ist. Du machst dir selbst ein sehr großes Geschenk damit, dass du dir jetzt gerade diese bewusste Auszeit nimmst. Denn oftmals erkennen wir unsere eigenen Grenzen nicht und wir gehen über sie hinaus. Und ganz besonders in herausfordernden Zeiten ist es so wichtig und wertvoll, auf die Signale unseres Körpers und unserer Seele zu hören und uns immer wieder zurück in unsere Mitte und Kraft zu holen. Das, was jetzt in diesem Moment wichtig ist, bist nur du. Alles andere darf warten. Eventuelle Aufgaben, Probleme, Termine, all das ist jetzt nicht von Bedeutung. Die Welt da draußen kommt jetzt auch mal ohne dich zurecht, ganz sicher. Du darfst jetzt einfach mal nur für dich da sein. Ist das nicht wundervoll? Nun nimm einmal alles wahr, was jetzt gerade ist. Beobachte eventuelle Geräusche, solche, die nah und auch ganz weit weg wahrzunehmen sind. Kannst du etwas hören? Und nimm die Umgebungstemperatur wahr. Kannst du sie fühlen? Nun spüre die Kleidung an deinem Körper. Wie fühlt sie sich an? Spüre die Verbindungspunkte zwischen deinem Körper und deiner Unterlage. Was kannst du wahrnehmen?
Und nun spüre auch deinen Atem, der ganz von alleine kommt und geht. Der ganz von alleine kommt und geht. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit genau hier bei deiner Atmung und komme mit deinem Fokus dadurch immer mehr nach innen. Verbinde dich mit dir selbst. Der Atem ist dein Anker für das Hier und Jetzt. Spüre, wie du kühle Luft einatmest und etwas wärmere Luft wieder ausatmest. Nimm wahr, wie unglaublich wohltuend es ist, hier in der Stille zu sitzen und einfach zu atmen. Einfach zu sein. Sei einfach hier, nimm dich wahr und genieße diesen wunderschönen, erholsamen Moment. Und sage nun während des Atmens in Gedanken zu dir: Ich atme ein. Ich atme aus. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich atme ein. Ich atme aus. Und spüre, wie du dich ganz langsam immer mehr und mehr entspannst. Ich atme ein. Ich atme aus. Dein Körper und dein Geist kommen immer mehr zur Ruhe. Deine Muskeln werden mit jedem Ausatmen noch ein bisschen lockerer. Und du hast das Gefühl, als würdest du ein paar Zentimeter in deine Unterlage hineinsinken. Du bist ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles ist genau richtig, wie es jetzt gerade ist. Du bist genau richtig, so wie du hier gerade bist. Höre weiterhin auf meine Stimme und verinnerliche die nun folgenden Worte. Es ist nie die Situation selbst, die dich stresst.
Es ist dein Umgang mit der Situation, der Stress entstehen lässt. Stress entsteht in deinem Kopf und du hast jederzeit die freie Wahl, wie du damit umgehen möchtest, wie du mit einer Situation umgehen möchtest. Du darfst Nein sagen, wenn du dich überfordert fühlst. Du zeigst damit mentale Stärke und keine Schwäche. Du darfst dir erlauben, immer nur einen Schritt nach dem anderen zu gehen. In deinem ganz eigenen Wohlfühltempo. Du musst nicht jederzeit für jedermann verfügbar sein. Und es ist dein Recht, dir immer wieder kleine Auszeiten zu schenken, um neue Kraft zu tanken. Du darfst Fehler machen, um daran zu wachsen, weil du ein Mensch bist. Und du musst nicht perfekt sein, weil niemand von uns perfekt ist. Du darfst dir, deinen Fähigkeiten und Talenten in Selbstliebe vertrauen. Und wenn du dich für eine Tätigkeit entscheidest, erledige sie ganz bewusst mit Freude. Mache dir bewusst, dass du jederzeit offen und authentisch deine mentalen und körperlichen Grenzen kommunizieren darfst. Dein Körper und deine Seele sprechen die ganze Zeit zu dir, also höre gut hin. Umgib dich nur mit Menschen, die dir Kraft geben und an dich glauben. Konzentriere dich jederzeit voll und ganz nur auf die eine Sache, die du gerade tust.
Setze jederzeit Prioritäten und erledige zuerst die Dinge, die wirklich dringend sind. Der Rest darf warten. Mache dir bewusst, dass Stress und Überforderung immer ein Zeichen dafür sind, dass du noch etwas achtsamer mit dir selbst sein darfst. Und erkenne, dass du der Meister über deine Gedanken bist. Deine Gedanken sind dein Diener und nicht umgekehrt. Entscheide dich jederzeit für positive Gedanken, die dich stärken. Und erlaube dir, dich liebevoll von allem zu lösen, was dir deine Kraft nimmt. Und zuletzt lass mich dir sagen, dass du genau richtig bist, so wie du bist. Und nun atme noch einmal bewusst tief ein und aus. Atme ein, atme aus. Atme ein. Atme aus. Spüre die neue und frische Energie, die du dir in den letzten Minuten geschenkt hast. Dein Körper ist entspannt. Dein Kopf ist ruhig, kühl und klar. Du bist vollkommen fokussiert und wieder in deiner Mitte. Und dann spüre langsam wieder die Unterlage, auf der du sitzt. Bewege deine Finger. Kreise deine Handgelenke. Bewege deine Arme. Deine Schultern. Deine Füße. Mache die Bewegungen, die du jetzt gerade brauchst. Höre auf deinen Körper. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Sieh dich in Ruhe um.
und nimm deine neu gewonnene Konzentration, deinen Fokus und deine innere Ruhe nun mit in deinen Tag. Alles Liebe für dich. Namaste.